Hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Ark Extinction Alarm. Der Henno ist hier am... Kalle ist auch da. Cut. Hey Leute, Kalle hat leider 40 Grad Fieber. Der schmeißt sich gerade ein paar Drogen ein und schläft dann. Währenddessen dachte ich mir, hey, der Lachs muss trotzdem irgendwie löppen. Ich gehe mal ans Ruder. Ich dachte mir, kam jetzt lang kein Ark hier. Es tut mir jetzt auch stellvertretend für Kalle ultra leid. Solltet ihr irgendwelche Entschädigungen wollen, schreibt ihr einfach unter das Video. Ich garantiere euch, dass Kalle dafür Sorge tragen wird, dass ihr entschädigt werdet. Ich war segeln, Kalle war in L.A. Dann kommen noch so ein paar private Sachen dazu. Ja, deswegen ist jetzt ein bisschen her, dass wir das letzte Mal hier Ark gebracht haben. Deswegen war es uns jetzt wichtig, muss weitergehen. Dadurch, dass Kalle heute nicht dabei ist, Alter, können wir heute mal ein bisschen was Schweres wagen. Alter, Sia, ey, ich bin hier aber sowas von weg. Was brauchen wir? Richtig, was zum Fliegen. Denn Falco ist tot, wir brauchen einen neuen Falco. Also Falco ist nicht tot. Ne Falco. Aber der virtuelle Falco, der vor Äonen von Jahren mal gelebt hat. Weiß ich, wann haben die gelebt? Pteradons, Steinzeit? Nee, Steinzeit ja schon. Fuck. Ich habe keine Ausdauer mehr. Wenn der jetzt auch stirbt, Kalle... Ha! Trick 17. Schnell abgestiegen. Könnt ihr euch abgucken, ja? Links in der Beschreibung zum Guide. Wir haben uns ja auch noch gar nicht so richtig mit Extinction auseinandergesetzt. Für euch, in der Zwischenzeit haben Kalle und ich tatsächlich sehr viel Ark gespielt. Allerdings Aberration. Denn wir haben gesagt, hey, auch so ein bisschen auf Grundlage dieses Projekts hier, lasst mal privat auch ein bisschen Ark zocken, damit auch Kalle ein bisschen mehr im Saft ist. Der ist ja Vollprofi, ne? Ab und an hat man dann gesehen, da fehlt Routine. Da haben wir uns jetzt reingefuchst, weil kannte ich auch noch gar nicht, Alter. Und ich habe so Bock auf Ark. Alter. Also es gibt hier auf jeden Fall Orte, wo diese verseuchten Dinos spawnen. Und die muss man dann in Wellen bekämpfen. Hinzu kommt, dass es hier diese Kuppeln gibt mit Biomen, wo die Arks dann auch drinstehen. Ne? Roter Ark, blauer Ark, grüner Ark, Rosé, Kaminrot Ark und so weiter. Dann haben wir gemerkt, ja, hier gibt es diese Robodinos. Auch krass. Alter. Wir müssen alles neu entdecken, ne? Wir sind ja gerade erst dabei, unsere Base zu formen, aufzubauen. Das würde noch ein bisschen dauern. Ist krass, es gibt so viel zu entdecken. Holy shit. Es gibt auf dieser ganzen Map nur einen grünen Spawn von Argentavissen, also wo die häufig vorkommen. Und der ist hier am linken Ende des Karos, des liegenden Karos. Bildung. Amen ab. Das ist tatsächlich die Region, wo wir schon mal gestorben sind, wo wir auch überlegt hatten, eine Base zu bauen. Hier soll es Argentavisse geben. Argentavis zu zähmen, meine Damen und Herren, es ist eine kleine Herausforderung. Ja, eigentlich nicht. Aber man kann die halt nicht bolern. Bedeutet, man muss sie ein bisschen tanken. Hat er auf... Ja, er hat ein bisschen auf Bewegung geskillt. Geil, dann müsste das gehen. So, jetzt muss ich nur gucken, wo die sind. Erstmal scheißen, Alter. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen suchen. Da unten ist ein Pteradon. Aber das schneidet Kalle zusammen. Bin ich sicher. Was ist das für ein Vieh? Ah! Ein Argentavis. Level 9. Unbelohnend. So, der das jetzt 20, 21. Der 9er. Also generell, wir haben hier nicht so hohe Level gefühlt. Dahin fliegt noch einer. Okay, der hat da den Robodino geklatscht. Das heißt, der müsste recht... Level 15. Unbelohnend. So, welches Level hat der Alpha? Level 4. Den mache ich. Wir verlieren jetzt den zweiten Flugdino. Ich lege mal einen Schlafsack hin. Safety first. Weil Alphas bringen einfach megamäßig EP. Und vielleicht hat der auch einen geilen Bauplan oder so. Guck mal, der macht 20er Hits. Geil. Ah. Ah. Ideal. Blutet die Sau. Ah, ich muss jetzt Ausdauer ein bisschen aufpassen. Das heißt, ich beruhige mich mal eben. Der rennt jetzt wahrscheinlich weiter. Ich scheiß mal. So, Leute, wir brauchen jetzt gefährliche Musik. Oder, Kalle? Gefährliche Musik. Achtung. Wir wollen nicht, dass Genie stirbt, ne? Zack, dich zerpick ich. Guck mal, der blutet schon, die Sau. Das gibt richtig EP. Notfalls tank ich den. Komm, jetzt noch ein Säbelzahntiger, aber das ist mir auch Latte. Mach ihn weg jetzt. Wie viel EP hat das jetzt gebracht? 3 Level für den Pteradon. 2 Level für Kalle. Wir brauchen jetzt krasse Musik, so richtig episch. Yeah! So. Reicht dann auch. So, was hatte der dabei? Der hatte... Hatte er was Krasses dabei? Oh, doch! Grüne Armbrust! Nochmal krasse Musik! Und... Gesellenlederstiefel! Ja, da fahren wir die Musik ein bisschen runter. Aber grüne Armbrust...
Kann man ja auch immer wieder reparieren, ne? Die hat man jetzt einfach dauerhaft. Ja, Mann. Ja, eine Überlegung wäre mal, das Difficult Offset ein bisschen hochzustellen, wa? Ich weiß gar nicht, warum... Was ist denn hier höchstes Level? Was seid ihr so? 20? 125! Okay. Ist dann das Max-Level 150? Ist da ein Biber? LOL! Okay, hier geht einiges. Hier geht einiges, Freunde. Ich glaube, ich töte den mal. Damit da hoffentlich was Höheres nachspawnt. Ach ja, die fliegen ja immer so dumm um einen rum, ey. Drecksvieh. Oh, aber noch. Gefällige Musik! Ist genau ein Stoß. Ehre. Sag mal, kann es sein, dass Field of View scheiße ist? Kamerasichtfeld, danke. Mein Gott, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das so dicht? Der Kerl hat das so dicht eingestellt. Kalle, da können wir mal jetzt ein bisschen Loser-Mucke spielen. So, na, 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 na. Ich finde, Kalle editiert immer super. Ich meine, krasser Pterodon würde es auch... Nee, wenn ich jetzt schon hier unterwegs bin, dann Argentavis. Ich erkläre mal für alle, die jetzt sich fragen, hä, warum unbedingt Argentavis, warum nicht Pterodon? Argentavisse können mittlere Dinos tragen. Und das ist ultra wichtig, wenn wir was zähmen, um es abzutransportieren. Mein Stego kann er nicht tragen, aber erinnert euch mal, was wir für Probleme hatten, als wir den Stegi gezähmt hatten und den nach Hause buxiert haben. Stress ohne Ende. Und gerade die Nutztiere, wie zum Beispiel der Biber für Holz abbauen, die kann man super mit denen transportieren. Oder hier Duedicus Alla, der Steine abbaut. Sehr belohnt. Wirklich. Ausgezeichnet. Geht wieder los, ey. Oh, scheiße Ausdauer. Was ist das für... Ist das ein T-Rex? Yo. Stufe 2. Sorry, Bro, ey. Nee, nee. Nee, brauchst du jetzt auch gar nicht provozieren. Ich fight dich nicht. Also ich schraube jetzt mal meine Ansprüche runter. Über Level 30. Über Level 30 nehme ich. Einfach nur, damit man für den Transport... Für den Abtransport von Nutztieren. Weil ich kann jetzt hier nicht für Kalle aufnehmen. Und hier kommt nichts bei rum. Ja, was glaubt der denn? Ich habe ja auch einen Ruf zu wahren. Lol, das ist so ein Albino-Roboter, Alter. Guckt euch das an. Lasst den mal heile, Alter. Zack. Ehre. Ehre! Hier gibt es Rockdrakes. Ah, mutierte. Krass. Die sind von Aberration, für alle, die es nicht wissen. Das sind so Dinos, die können sehr weit schweben und springen und so. Und überall klettern und so. Da ist ein Argentavis. Und die können sich unsichtbar machen oder so. 4. Ey, das ist doch lächerlich. Da unten ist wieder einer. Das ist hier, die Masse macht's. 12. Ach komm. Ganz schön was los. Da hinten sehe ich doch einen Argentavis. Aber der ist richtig in der Schlägerei verwickelt. Alter, der ist richtig Schlägerei. Level 7, Level 1, Level... Aber ich glaube, diese Mutierten, das sind tatsächlich... Das sind die verschiedenen Wellen, die da rauskommen. Level 12. Ich sehe halt legit... Ultra selten was über Level 20. Aber unsere Pterodons waren doch Level 85 wild. Rall ich nicht. Oh, Quetzal, Alter. Den würde ich auch nehmen. Oh, das wäre krass. Also Quetzal, der kann halt alles tragen. Und auf den kann man auch eine Plattform bauen. Ihr seht schon, wie groß der ist. Aber da braucht man halt Argentavisse für. Oder auch Pterodons, die ordentlich Gewicht haben. Denn man muss einen anderen Spieler grabben. Hinter dem Vieh herfliegen. Und der andere Spieler ballert dann aus den Krallen vom Pterodon oder vom Argentavis auf den Quetzal. Alter, ist das ein Tech-T-Rex? Lol. Was ist hier unten in der Schlucht? Vielleicht sind da ein paar Argentavis? Lol, hier geht's ja richtig tief runter. Alter, Kalle, siehst du das? Alter, hier geht's richtig tief runter. Alter! Hä, ist das hier unten so Aberration-mäßig? Oh, nochmal. Where am I, Alter? Hier gibt's keine Dinos. Da ist ein Dino. Das ist kein Dino. Also, der Raptor, aber tschüss. Ey, wie krass ist denn Extinction, Alter? Ja, ich fliege hier raus. Ich will Argentavisse. Tschüss. Kalle, merken wir uns. Oder Kalle? Wir haben ja mehrere Argentavisse gesehen, aber die waren alle so low. So low. Es ist ja meilenweit von dem weg, was ich dachte mit so, ja, Uplevel... Was hatte ich gesagt? 70, 80. Was ist denn hier los? Hallo? Mach keinen Scheiß. Ist ein krasses Setup hier. Alter, hier ist ja einiges los. Oh, weia. Ah! Warte, komm her. Tschüss. Scheiß Opfer. Da ist einer. Was ist das für ein dummes Geräusch? Level 30, armener Kokon, Alter.
140! Boah, da muss ich aufpassen, dass der mich nicht macht. Step 1, isolieren. Warte, Step 1, passiv. Step 2, isolieren. Hier. Hier. Nein, hier. Hier. Hey, hallo. Hey. Schön. Hier lang. Schön. Den ziehen wir schön da hoch. Oh, wo bin ich? Nein, nicht abdrehen. Hey, 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 hey. Mein Implantat ist instabil? Okay, wo ziehe ich ihn dann hin? Da? Ich muss den halt weg von allem ziehen, damit mir da nichts dazwischen grätscht. Oder hier unten, da kann er sich gut verkeilen. Hier sieht gut aus. Das machen wir. So, so vorbei. Oh Gott. Hm, glaube ich brauche einen Plan B. Ah. Das ist gut. Also, ich muss gucken, ob das gut ist. Aber erstmal ist es gut. Jetzt geht er wieder auf mich. Oh, nee, er fliegt weg. Geil. Deswegen bin ich hier runter. Ey, hier unten ist ja ideal. Ohne Flachs. Oh. Ja! Okay, also, das Wichtigste. Barrikaden. Ja, hätte ich gar nicht so viel gebraucht. Das sieht gut aus. Jetzt lege ich da alle Narcotics rein, die ich habe. 77. Ich hoffe, das reicht, weil der ist Level 140. So, Prime Meat. Bedeutet, wir müssen krass fette Viecher schlachten. Aber wie gut, dass ich ihn da unten in die Höhle reingezogen habe. Oder, Kalle? So, jetzt frisst er nämlich direkt richtig viel, Alter, weil der Hunger hat. Oh, aua. Also, ich bin überwältigt von diesem Add-on. DLC, whatever. Ich meine, wir haben mit dem Projekt angefangen. Da war das... Zwar auch schon ein bisschen draußen, aber noch nicht so lang. Aber ich wette, die Leute, die hier zuschauen, die haben das schon komplett durchgenudelt. Mich würde mal interessieren, ihr sollt ja nicht spoilern, sag ich mal, an Inhalten, aber mich würde wirklich interessieren, wie man am besten in diesen Hitzegebieten, wie man damit umgeht. Weil ich weiß gar nicht, ob die SWAT-Klamotten isolieren. Muss man das nachts machen? Oder macht man das mit Ghillie-Anzügen? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Leckere Interaction, sag ich doch immer. Aua. Also, meine Damen und Herren, der wird Level 209. Heilige Scheiße. Kreativ. Geiler Typ. 400% Schaden. Das war's von Kalle und mir. Wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge. Schock. Quirzel.